Die Hohenlohebahn. Sie verbindet die Städte Heilbronn und Crailsheim über Schwäbisch Hall. Der Zugverkehr auf der Strecke ist abschnittsweise nicht besonders zahlreich, jedoch trotzdem genauso wie der Streckenverlauf sehr interessant. Denn die Strecke weist große Gegensätze auf. Während der Abschnitt Heilbronn-Öhringen elektrifiziert ist und von der S-Bahn-Linie 4 der Alpal Verkehrsgesellschaft befahren wird, ist die weitere Strecke bis Schwäbisch Hall unelektrifiziert und wird nur von Regionalzügen genutzt. Im Jahr 1857 gab es erstmals Überlegungen, eine Bahnstrecke durch die Region Hohenlohe zu bauen, welche die Städte Crailsheim, Heilbronn, Künzelsau und Weinsberg erreichen sollte. Man entschied sich, um möglichst viele Orte mit der Bahn zu erreichen, für eine Bahnstrecke von Heilbronn über Weinsberg und Öhringen nach Crailsheim. Die Strecke bis Schwäbisch Hall wurde 1862 eröffnet, die restliche Strecke bis Crailsheim erst 1867. Diese Variante war jedoch relativ lang, sowie aufgrund des nötigen Baus des Weinsberger Tunnels ziemlich teuer. Die damals Kocherbahn genannte Strecke wurde schon 1890 vollständig zweigleisig ausgebaut. Erst 1892 wurde die Stadt Künzelsau, die nicht von der Hohenlohebahn erreicht wurde, mit einer Nebenbahn, die weiter bis Feuchtenberg führte, an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Schon im Jahr 1879 wurde die Murbahn aus Stuttgart im Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessental an die Hohenlohebahn angeschlossen. Diese liegt weit entfernt vom Stadtzentrum von Schwäbisch Hall. Jedoch sorgte der Anschluss in Hessental für eine kürzere Fahrzeit auf der Relation Stuttgart-Nürnberg. Im Jahr 1996 wurde der Abschnitt von Hessental bis Crailsheim elektrifiziert, um Züge der Relation Stuttgart-Nürnberg über Hessental elektrisch fahren lassen zu können. Somit können auch Fernverkehrszüge, die normalerweise Stuttgart und Nürnberg über Aalen verbinden, problemlos via Schwäbisch Hall-Hessental umgeleitet werden. Der übrige Abschnitt von Hessental nach Heilbronn blieb unelektrifiziert. Dort verkehren ausschließlich Dieseltriebwagen der Baureihe 628 sowie Dieselloks der Baureihe 218. Ein Video mit dem Zugverkehr aus dieser Zeit habe ich euch in der Infokarte und der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum Jahr 2005 wurde der Abschnitt von Heilbronn nach Öhringen elektrifiziert. Ebenso entstanden 8 neue Haltepunkte sowie etwa 1 Kilometer vor dem Weinsberger Tunnel ein Abzweig, den die Stadtbahnen nutzen, um zur Innenstadt von Heilbronn zu gelangen. Heute kann man den Zugverkehr auf der Hohenlohebahn in 3 Abschnitte teilen. Der erste ist der Abschnitt von Heilbronn Hauptbahnhof bis Öhringen-Kappel. Hier verkehren die S-Bahnen der Linie 4. Diese verkehrt im 30-Minuten-Takt, wobei ein Zug pro Stunde ab Heilbronn weiter nach Karlsruhe fährt und einer schon in Schweigern endet. Die erste S-Bahn nach Öhringen fährt auf dem Bahnhofsvorplatz des Heilbronner Hauptbahnhofes um 4.54 Uhr, die letzte in der Nacht um 1.20 Uhr. Dazu kommen noch die stündlich verkehrenden Eilzüge ab Weinsberg, die ab Heilbronn Hauptbahnhof nur noch an den wichtigeren Stationen halten, sowie der sogenannte Kraichgau-Sprinter, der von Öhringen bis Heilbronn Hauptbahnhof alle Halte bedient, danach aber nur mit Halt in Eppingen, Bretten und Karlsruhe-Durlach nach Karlsruhe Hauptbahnhof fährt. Dort hält er an den richtigen Bahnsteigen, während alle anderen Züge der S4 auf dem Bahnhofsvorplatz halten.
Zum Einsatz kommen auf dieser Linie zwei Systemtriebwagen. Das heißt Elektrotriebwagen, die sowohl mit dem für Straßenbahnen üblichen Stromsystem als auch mit dem klassischen Stromsystem auf richtigen Schienen in Deutschland umgehen können, also mit 15 kV Spannung. Zumeist sind dies die Triebwagen der Bauart GT8-100D2SM. Teils auch jene der Bauart GT800C2S. Sie wurden schon ab 1991 gebaut und waren die weltweit ersten zwei Systemtriebwagen in Serienproduktion. Diese Triebwagen weisen für Straßenbahnen einen vergleichsweise hohen Sitzkomfort auf. Bei den jüngeren Triebzügen der Baureihe GT800D2SM hat man in der Mitte des Zuges durch die Dachrandfenster einen schönen Panoramablick. Einige Fahrten pro Tag werden auch durch die modernen Stadtbahnen der Baureihe ET2010 erbracht. Dies ist der Fall, da diese Triebwagen normalerweise auf den Linien S41 und S42, welche von Heilbronn nach Mosbach bzw. Sinsheim führen, zum Einsatz kommen. Die Wartung und Instandhaltung der Triebzüge aber in Karlsruhe erfolgt. Deshalb sind diese meist auf dem Eilzug von Weinsberg nach Karlsruhe anzutreffen. Beispielsweise der Eilzug um 10.49 Uhr ab Weinsberg. Der weitere Abschnitt von Öhringen-Kappel bis Fripp-Schallessenthal wird aufgrund der fehlenden Elektrifizierung ausschließlich von Dieseltriebwagen der Baureihe 628.2 und .4 sowie 642 befahren. Zum einen fährt hier der Regionalexpress, der schon in Heilbronn beginnt und nach Crailsheim fährt. Er wird auch Hohenlohe Express genannt. Für die Strecke benötigt er 1 Stunde und 12 Minuten. Unterwegshalte sind von Heilbronn aus gesehen Weinsberg, Öhringen Hauptbahnhof, Neuenstein, Waldenburg, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Hall-Hessenthal und Eckartshausen-Ilshofen. Wochenends hält er zusätzlich in Waggershofen. Auch unter der Woche in Waggershofen hält die Regionalbahn von Öhringen nach Schwäbisch Hall-Hessenthal. Sie verkehrt ebenfalls im 2-Stunden-Takt, womit sie den Regionalexpress auf diesem Abschnitt zu einem Stundentakt ergänzt. Außer dem werktäglichen Halt in Waggershofen hält die RB an den gleichen Bahnhöfen, die auch der Regionalexpress anfährt. Die 628er sind meist modernisierte 628.4, wobei zum Aufnahmedatum auch noch einige 628.2 sowie selten auch unmodernisierte 628.4 zum Einsatz kamen. Die Triebwagen gehören einem sogenannten Regionetz der DB, der Westfrankenbahn. Diese erbringt nicht nur Nahverkehrsleistungen, sondern besitzt auch eigene Schieneninfrastruktur. Diese Aufgaben sind normalerweise in verschiedene Unternehmensbereiche der DB aufgeteilt. Die Schieneninfrastruktur gehört normalerweise der DB Netz, während DB Regio den Nahverkehr erbringt. Die Westfrankenbahn erreicht in Heilbronn einen der westlichsten Punkte in ihrem Netz. Das Kerngebiet liegt um Tauberbischofsheim. In Miltenberg, was in der Nähe von Aschaffenburg liegt, befindet sich die Werkstatt, in welcher alle Triebwagen der Westfrankenbahn gewartet werden. Im Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessenthal, dem Endpunkt der Regionalbahn von Öhringen, trifft die Hohenlohebahn auf die elektrifizierte Murbahn von Stuttgart. Ab hier teilt sich unser Regionalexpress die Strecke mit dem ebenfalls zweistündigen Regionalexpress Stuttgart-Nürnberg, womit auf dem Abschnitt bis Crailsheim ebenfalls ein Stundentakt besteht.
Dieser Teil der Hohenlohebahn ist, wie der Abschnitt von Heilbronn nach Öhringen, ebenfalls elektrifiziert. Güterverkehr gibt es auf der Strecke ebenfalls. Vor allem der Abschnitt Schwäbisch-Hall-Hessenthal-Crailsheim wird vor allem von Güterzügen der Relation Convestheim-Rhein-Kreuzbahnhof-Nürnberg genutzt. Sonst wird nur ein Verpackungshersteller in Öhringen von Heilbronn aus bedient. Der übrige Abschnitt ist ohne Güterverkehr. Die Kilometrierung der Strecke beginnt mit dem Kilometer 30,4 im Bahnhof Crailsheim, da die Hohenlohebahn die Kilometrierung der oberen Jagsttalbahn von Goldshöfe fortsetzt. Bei Kilometer 57,7, kurz nach dem Bahnhof Schwäbisch-Hall-Hessenthal, zweigt die Murbahn nach Stuttgart ab. Bei Kilometer 91,9 wird Öhringen erreicht. Der Endpunkt der Strecke befindet sich in Heilbronn Hauptbahnhof bei Kilometer 118,6. Von dort an wird die Kilometrierung der Hohenlohebahn von der Kraichgaubahn bis kurz vor Eppingen fortgeführt. Die Strecke ist durchgängig zweigleisig befahrbar. Der Bahnhof Schwäbisch Hall wird heute jedoch nur noch an Gleis 1 angefahren, da dort nur noch der Hausbahnsteig erhalten ist. Die Strecke ist von Heilbronn bis Öhringen-Kappel sowie von Schwäbisch Hall-Hessenthal bis Crailsheim elektrifiziert. Die Strecke von Heilbronn Hauptbahnhof bis zum Abzweig der Stadtbahn in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Fühlpark wird bis auf ein Zugpaar täglich nur von dieselbetriebenen Zügen genutzt, obwohl eine Oberleitung vorhanden ist.